Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Feed the Beast mit mir, dem McFly und der Gobai und die anderen sind auch dabei. Und so weiter. Hallo. Hallo. Wie immer, nichts Neues. Der Esel nennt sich aber immer zuerst, ne? Seinen eigenen Namen so singt. Ja, natürlich. Irgendwas muss ich ja tun. Naja, schon okay. Übrigens wurden wir letztens gefragt, wann endlich die Musical-Folge kommt. Ach, die Musical-Folge. Hat das Sonne gefragt? Nein, es hat irgendjemand in deinem letzten Stream. Nee, bei uns im Stream, glaube ich, gefragt. Weiß ich gar nicht. Bei Gobai oder bei Anne? Ich glaube, als Gobai Minecraft gestreamt hat. Am Freitag. Letzten Freitag. Da wurde gefragt, wann unsere Musical-Folge kommt. Ja, da wurde gefragt, wann unsere Karaoke-Folge kommt. Die kommt bald. Ich glaube, damit müssen wir ein Special machen, leider. Leider. Ich glaube, das können wir nicht in einem Take so aufnehmen. Ist leider nicht möglich. Ich glaube schon. Das heißt, one day more! Da müssen wir uns echt krass vorbereiten. Ich meine, dafür sind wir nicht unbedingt bekannt, oder? Dass wir uns vorbereiten? Ja. Du vielleicht nicht. Du vielleicht nicht. Ich habe hier wieder eine riesige Liste mit Sachen. Ja, Thor und ich haben wieder jeder drei Themen heute mitgebracht und du? Ich bin ein Thema für sich selbst. Ach so, Max, so. Das ist, glaube ich. Bukett. Da. So. Ein Tappen raus, Tappen rein, Tappen empty raus. Empty chairs and empty tables. Another day, another history. And my friends, they sing no more. Das ist ja mein Lieblingslied von dem Ding, ne? Empty chairs and empty tables. At empty tables, so. Echt? Es ist so traurig. Ich finde andere Lieder auch geil. Es ist schon alles ziemlich cool an sich bei Les Miserables. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du es auch so cool findest, Tore. Doch. Er hat mir damals den Trailer gesendet. Da kannte Max das noch gar nicht. Zweimal oder dreimal war ich da drin in dem Film. Ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich kannte das schon, aber du hast mir halt den Trailer gesendet und dann habe ich mir das Musical angeguckt, beziehungsweise ja, die Aufnahme vom 10-jährigen Jubiläum des Musicals. Ach nee, vom 20-Jährigen? 20-Jährigen. Weil die haben sie teilweise ganz auf YouTube hochgeladen gehabt. Die habe ich mich da reingezogen. Holla, die Waldfee. Eigentlich mega cool. Da hätte ich jetzt gerne das Musical mal irgendwo gesehen. Also ich habe... Anne, du hast einen riesigen Blob in deinem Haus. Was? Du hast einen Blob in deinem Haus. Ja, das ist okay. Das spawnt im Keller. Der hat da Bleibrecht. The Blob. The Blob. The Blob, auch mal ein Spiel, was es gab. Da musstest du als farbiger Blob halt die ganze Welt farbig machen, weil die bösen grauen Menschen haben, oder die bösen grauen Blobs haben die ganze Farbe geklaut. Das erinnerte mich ein bisschen so an Momo. Wollte gerade sagen. Ja, aber ist das nicht... Moment, ich hab mich hier gerade auf mein Wasser konzentriert. Nein! Ach. Da muss ich immer konzentrieren, sonst sind wir einfach das Wasser laufen lässt. Das Spiel ist doch noch gar nicht so alt, oder? The Blob? Nee, das müsste 2008. Ja, irgendwas. Also, ich bin der Meinung, also vor 10. Okay. Blob. Kann ich nochmal kurz nachgucken. The Blob. And my The Blob, Wikipedia. Was sagt Wikipedia? The Blob sagt 2006 für Windows, dann für 2008 mit Wii und die iPhone und 2009 fürs NDS. Ja, noch gar nicht so alt. Wenn man in unserem Alter ist. Du meinst wohl in deinem Alter? Ja, 2011 wurde ein neuer zweiter Teil von The Blob angekündigt, der aber anscheinend nie rauskam. Na dann. Immer diese Fake-Ankündigungen, weißt du? Alles einzäunen hier. Richtig deutsch ist das. Immer alles einzäunen. Da muss ein Zaun hin, dass man sieht, was meins ist. Oh ja, jetzt höre ich den fetten Blob. Der klingt ja fett. Passt ihr da eigentlich unter die Bäume? Jetzt habe ich einen Ohrwurm, na toll. One day more. One day more. Ein Tag mehr.
One day more to revolution. Ich finde den Charakter ja immer noch, das ist der meiner Meinung nach der beste Charakter. Ist ja auch kein böser Charakter. Der Offizier, ja, der Polizist. Der ist ja auch nicht böse in dem Sinne. Also der ist natürlich auch halt auf. Also, du bist doch hammertraurig, als er stirbt im Musical. Das ist doch extra so gemacht. Das hast du gespoilert, viele Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ach, Quatsch. Das ist ein Musical, das läuft seit 20 Jahren. Und ich wollte gerade sagen, also das läuft das nicht schon länger? Es ist schon 25 oder 25 Jahre. Im großen Berg vom Mordor vernichtet werden, habe ich jetzt auch jemanden gespoilert. Das tut mir leid. Wenn ja, dann lebt ihr sowieso hinterm Mond. Also ich bitte dich, das Musical ist dann werdet ihr wahrscheinlich Jahre die nächsten 10 Jahre so. Den Film und das Musical auch nicht sehen. Uff. So. Genauso, als würdest du Romeo und Julia spoilern wollen. Ganz ehrlich. Was? Julia stirbt? Nicht nur Julia. Was? Im Endeffekt stirbt alles und jeder. Aber Romeo nicht. Hey, ich kann euch Game of Thrones auch spoilern. Bam, 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 bam. Wäre so witzig, weißt du, wenn so das, oh, was heißt witzig, was nicht, aber wenn so das letzte Buch rauskommt, dann einfach, bam, Apokalypse, alle tot. Ein Meteorit schlägt ein und alles ist tot. What? Und dann traf der Meteorit auf die Erde und alle waren tot. Und Aliens kamen und vernichteten alles. What? Einfach ein großes Nein. Computer sagt Nein. Ist es nicht von hier, Little Britain. Ja, Little Britain, genau. Ich bin echt gespaltene Meinung darüber, weil ich es einfach nicht lustig finde, wenn man behinderte Leute wegen verarscht oder. Oder ja, jeder hat ein Recht darauf, verarscht zu werden. Ja. Auch gerade die Behinderten möchten verarscht werden. Na, ohne ja, Scheiß. So, du möchtest doch nicht mit Samthandschuhen. Das ist doch so, als wenn du sagst, über Frauen darf man keine Witze machen oder über Männer darf man keine Witze machen. Weißt du, die möchten halt genauso behandelt werden wie. Es kommt auf den Grad der Behinderung. Wenn du wirklich so ein bisschen. Sorry, dass ich es gesagt habe. Ein bisschen hirntot bist, dann. Das finde ich immer extremst. Ich kann damit nicht, überhaupt nicht umgehen. Ich kann damit einfach nicht umgehen, weil ich nicht weiß, was, wie ich so. Das muss ich aber ganz klar sagen. Es gibt ja natürlich dann auch immer diese Leute, die wirklich. Die können nicht mal mehr selber. Also, ja, für die macht man ja auch keine Witze. Nein, siehst du ja. Aber die halt nicht wirklich so hart geistig behindert sind, die möchten halt auch das über die Liste. Ja, natürlich, das ist mir dann auch klar. Solange die noch mit mir reden können, behandle ich die auch ganz normal. Ich finde das immer am krassesten. Also ich kenne zwei Leute näher, die nach außen hin sehr, sehr stark behindert sind. Und du hast eigentlich das Gefühl, dass sie gar nicht richtig auf ihre Umwelt reagieren können. Also du hast halt das Gefühl, dass auch... dass sie auch also geistig behindert sind, nicht nur körperlich. Das ist aber nicht so. Das ist voll heftig. Wenn du bei dem einen, der kann halt echt fast gar nicht, der kann kaum sehen, kann nicht sprechen und ganz schlecht hören. Und wenn du dich aber mit ihm hinsetzt und an der Tastatur, dann unterhält er sich mit dir über die Tastatur quasi, ne? Wenn du halt keine Gebärdensprache, also nee, Gebärdensprache kann er auch nicht. Nee, nur tippen kann er halt. So mit einem Finger, weißt du? Und dann schreibt er aber ganz normal so, hallo, wie geht's? Und, ne, also schon verminderte Intelligenz, aber ganz normal halt. Und von außen denkst du halt wirklich, er ist einfach, keine Ahnung, komplett auch geistig behindert. Aber es ist halt nicht so. Das finde ich echt krass, sowas. Genau, auch, das ist halt, ne. Also ich kenne auch eine, mein Vater ist ja Pastor, der hat kürzlich auch ein Paar getraut. Das ist die andere, die ich da kenne. Die hat, glaube ich, auch Germanistik oder irgendwas studiert. Und die hat jetzt kürzlich promoviert. Und die ist auch nach außen hin komplett, also sie reagiert kaum auf ihre Umwelt, kann nicht sehen, nicht hören, nicht sprechen. Und also beziehungsweise spricht halt ganz komisch, weil ja Leute, die nicht hören können, ja meistens auch einen Sprachfehler haben, weil sie ja nicht richtig hören, wenn sie Fehler machen beim Sprechen. Und die hat kürzlich halt auch geheiratet. Und nach außen hin kannst du halt auch echt denken, dass sie auch geistig behindert ist. Aber ist sie halt nicht. Gar nicht. Wie gesagt, hat ihren Doktor gemacht und arbeitet an der Uni. Sowas finde ich echt krass. Ich glaube, das ist schon ziemlich hart. Wenn du halt komplett mitkriegst, dass du halt von allen als behindert wahrgenommen wirst, aber eigentlich nicht behindert bist, also nicht geistig behindert. Das ist schon krass. Aber ich verstehe das nicht. Ist es jetzt zu hart, wenn ich einen Witz mache?
Nee. Du machst schon. Fragen wir einen Betroffenen. Max, wie geht's dir? Oh, Max kann nicht drüber. Ich habe ihn jetzt auch angekündigt, deswegen war der nicht so gut, aber ich bin... Das ist nie gut. Nee, keine Ahnung. Also ich denke, ich sehe das relativ unkompliziert. Ich finde zwar nicht jeden Witz lustig, der da gemacht wird, aber ich finde es nicht schlimm, solche Witze zu machen grundsätzlich. Aber wir haben das schon mal diskutiert im Studium auch so im Sinne von, na, wie weit darf schwarzer Humor gehen oder was ist erlaubt und so weiter und so fort. Und wir waren uns im Prinzip eigentlich einig darüber, dass man über alles Witze machen darf, aber dass man sich nicht beschweren soll, wenn man halt zum Beispiel schlechte Witze macht und dann keiner drüber lacht oder das unangebracht findet. Weil wenn du halt scheiß Witze machst oder so, dann ist es immer noch was anderes, als wenn du halt wirklich intelligenten Humor zutage bringst, weißt du? Weißt du, parodieren Hitler gut, alle finden es lustig, parodieren Hitler schlecht oder so, dass man nicht richtig erkennt, dass es eine Parodie ist und du wirst an Pranger gestellt, weißt du, dann bist du selber schuld. So ist das halt. Oh nein! Oh nein! Gesundheit. Ja, danke, ich war im Nether, musste gerade gegen Gas kämpfen und niesen, ich bin gebeutelt. Wie geht's dir damit? Habt ihr diese kleinen gelben Kristalle irgendwo rumliegen? Die Shards? Ja! Wenn dann im Lager. Ich glaube, das habe ich schon geplündert. So ja, viele kann sie nicht geplündert haben. Doch, ich glaube, Max hat ziemlich viele gebraucht. Ich wollte gerade sagen, also ich bin. Geh da nicht mit Spaß an. Da waren ein paar Stacks drin. Oh, da sind noch zwei Stacks. Perfekt. Jetzt ist leer. Another day, another destiny. Warum auch immer sind die gelben tatsächlich die ich am meisten brauche? Die gelben und die roten. Die Grünen überhaupt nicht. Never ending roll to Calvary. Weil gerade entdeckt, dass ich seit mindestens 50 Folgen ein großer Idiot bin. Wieso? Ich hätte schon lange einen neuen Zauberstab machen können, aber das wurde mir einfach nicht angezeigt, weil die Forschung habe ich schon seit Anbeginn, deswegen habe ich das noch nicht erforscht, weil ich die schon von Anfang an habe. Natürlich. Noob. Hat natürlich auch nirgendwo. Noob. Außer im Wiki. Ich hab ja ein neues Hobby, ne? Ich setz immer Mord? Ja, in gewisser Weise. In gewisser Weise schon. Ich setz immer meine Katze auf alle Insekten an, die ich im Haus finde. Weil immer wenn die ein Insekt sieht, rastet die voll aus. Dann macht sie immer so und rastet voll aus. Und dann bringe ich sie immer dahin, wo das Insekt ist. Dann immer Teamwork. Ich halte sie hoch an die Decke und sie schnappt das Viech. Finde ich gut. Dann hast du eine verstörende Art von Humor. Witzig. Doch, kann ich schon. Ich mag das mir auch mega gerne, wenn Katzen die Insekten jagen. Die stellen sich immer so doof an. Vor allem, man muss immer aufpassen, gerade im Sommer, gerade wenn du auf dem Land wohnst. Bei uns hatten wir teilweise auch Hornissen. Wenn die Katzen anfangen, die zu jagen, das ist ein bisschen doof. Das will ich ja nicht machen. Außerdem Bienen habe ich sowieso Mitleid mit denen. Die setze ich dann raus. Bienen und Spinnen. Aber wenn so kleine Fliegen oder Mücken hier reinkommen, dann... Spinnen? Gerade Spinnen sollen die fressen, die zappeln immer so lustig. Ach, nein. Irgendwie mit Spinnen habe ich auch Mitleid. Okay, wenn es jetzt so eine ganz große, fette, eklige wäre, dann würde ich sie vielleicht der Katze geben. Aber so kleinere, die setze ich raus. So ganz kleine dürfen eh hier bleiben, wenn sie wollen. Mittelgroße setze ich raus und ganz große lasse ich dann die Katze fressen. Oh Gott, das hatte ich letztens auch schon wieder. Dann lege ich auch in meinem Bett und dann so ein bisschen im Halbschlaf und dann... sehe ich nur über die Bettdecke irgendwas krabbeln, dachte ich nur, oh nein, eine fette Spinne krabbelt jetzt über die Bettdecke. Ne? Ah, voll hochgeschreckt, Lichtern gemacht, nichts. Aber du hast schon wieder so ein Wachtraum-Ding-Bums gewesen. Oder wahrscheinlich echt eine Spinne und ich habe sie einfach echt nicht mehr gesehen danach. Aber es war einfach dieses, Panik, Oh Gott. Eigentlich habe man hat ja eigentlich keine Angst vor Spinnen. Es ist einfach dieses, ich habe auch keinen Bock, dass sie mir durchs Gesicht krabbelt. Ja, es ist ja auch so. Also weißt du, die Spinnen können von mir aus machen, was sie wollen, solange sie nicht in meiner Nähe, weißt du, solange sie das irgendwo machen, wo ich das nicht sehe. Oder wo ich finde es auch lustig, wenn die über die Hand krabbeln und mit ihrem Spinnenfaden ja irgendwie versuchen, sich zu halten und deine ganze Hand eingesponnen ist. Das finde ich mega lustig. Ich habe ja mal gehört, dass im Prinzip das, also was normale Menschen haben, so dieses einfach so, Spinnen nicht so toll, dass das daran liegt, dass normale Insekten haben ja 6 Beine. Und die kann das menschliche Gehirn wohl irgendwie noch gleichzeitig verarbeiten. Aber die Spinnen haben ja 8 Beine.
Und da ist irgendwie das Gehirn scheinbar überfordert. Das heißt, es fällt dir als Mensch schwerer, die Bewegung von Spinnen hervorzusehen. Und dadurch fühlst du dich von denen eher bedroht als von anderen Insekten. Fand ich irgendwie ganz interessant, so die Theorie. Klingt eigentlich plausibel. Ich meine, könnte theoretisch totaler Bullshit sein, aber ich finde es plausibel. In meinem Kopf nur gerade, ich finde Tausendfüßler sehr interessant. Gut, aber das ist, ich weiß auch nicht, das ist ein Wurm. Da kannst du, weißt du, da, wie willst du da großartig jetzt eine Bewegung irgendwie... Obwohl diese Riesentausendfüßler, die sind eklig und krank und ich weiß nicht was, die fressen sogar Taranteln. Und die sind hochgiftig, die sind voll widerlich. Ja, ich hab letztens eine Dokumentation gesehen, wo es um so eine Affenart ging, die diese Tausendfüßler extra angreifen, weil die von diesem Gift, was diese Tausendfüßler absondern, werden die high. Ja, genauso wie die... Das machen doch auch einige Astronauten, die müssen noch, die hier lecken doch auch irgendwelche Frösche ab, damit die high werden. Ja. Ja. Affen sind gar nicht so doof. Was hast du? Die Folge ist jetzt zu Ende. Ja, ich lande schon. Oh, Creeper. Ja, dann würde ich sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Feed the Beast Unleashed auf dem Kanal von Kaffeebecher LP und auf dem Kanal von Anonymous. Bis dahin, ciao! Wo ist mein Eimer?